Magnificenz, meine Damen, meine Herren. Zunächst möchte ich sagen, dass ich mich außerordentlich geehrt fühle durch diese Mercator-Professur. Und andererseits aber auch persönlich berührt fühle. Ich bin ja immerhin dieser Region von der Herkunft, auch vom Lebenslauf her verwandt. Und habe immer, also das, es hat mal einen Werbespruch gegeben, es gibt ja viele dumme Sprüche, aber es hieß mal über das Ruhrgebiet und die Umgebung ein starkes Stück Deutschland. Das will ich in diesem Fall auch wiederholen. Wie gesagt, wir wenden uns heute Afghanistan zu. Es hat ja diverse Gründe. Einerseits hat der amerikanische Präsident einen neuen Surge, also eine neue Aufstockung der dortigen Truppen, 30.000 Mann, beschlossen. Gleichzeitig aber auch, was man nicht vergessen soll, kundgegeben, dass er im Jahre 2011 mit dem Rückzug aus Afghanistan beginnen will. Andererseits ist natürlich die Diskussion nach den schmerzlichen Ereignissen von Kunduz auch endlich in die deutsche Öffentlichkeit und auch in das deutsche Parlament gelangt, einer Diskussion, der sich die deutsche Politik ja bisher verweigert hatte und sich schmählich entzogen hatte. Insofern sind wir doch relativ aktuell. Es kommt hinzu, und das ist nur eine kleine Bemerkung, ich habe schon als Kind leidenschaftlich Landkarten gemalt, und zwar schon über den chinesisch-japanischen Krieg. Insofern fühle ich mich auch mit dem großen Wissenschaftler Mercator verbunden. Und wenn wir auf die Landkarte blicken, als ich Kind war, zur Schule ging, in Bochum auf die Drosenberg-Schule, da war die ganze Welt noch europäisch. Da gab es noch ein paar Flecken, die nicht europäisch waren. Das war Liberia, aber das war mehr oder weniger amerikanische Kolonie. Äthiopien war gerade geschluckt worden von Mussolini. Thailand blieb so in der Schwebe, es war Frankreich und England darüber stritten. Und das war es so ziemlich. Und alles andere war eben europäischer Kolonialbesitz oder kolonialische Dominion, wie man später sagen sollte. Und wenn wir heute vom Khyberpass so viel reden, also der Übergang von Pakistan nach Afghanistan, der sich ja entscheidende strategische Bedeutung hat, so erinnere ich mich, war bei meinem Vetter, der damals in Düsseldorf lebte, hatten wir einen kleinen Bund von 3, 4 Jungs. Wir hatten auch einen Revolver verschafft, indem wir in den Kohlenhaufen schießen. Und wir nannten uns die 3 Bengal Lancers. Das war ein Film damals, die britische Truppe, die dort also heldenhaft gegen diese aufständischen Stämme in Afghanistan kämpften. Und ich bin dann in die Schweiz gekommen und mein Vetter fuhr dann fort, als Bengal Lancer mir zu schreiben, was meinem Onkel, der dem damaligen Regime durchaus nahe stand, aber eingebracht hat, dass er zur Gestapo gerufen wurde, um zu erfahren, ob das nicht irgendwie eine düstere Verschwörung sei, die da im Gange war. Wie gesagt, nur das kurz erwähnt, aber um zu sagen, dass diese Situation an der afghanischen Grenze schon seit langer Zeit die Großmächte beschäftigt hat, dass sich dort ja auch das Great Game abgespielt hat, das Rudyard Kipling beschrieben hat, zwischen Russland, das auf Indien vordrang, England, das seine Vorposition absichern wollte. Und das war die Zeit, als man noch davon sprach, von der Bürde des weißen Mannes. Das ist vorbei, das ist auch einmal ein Thema, das wir später beim nächsten Vortrag behandeln werden. Was wir heute also, wie gesagt, betrachten, ist der sogenannte Surge, die Vermehrung um 30.000 Truppen. Ich nehme an, dass die amerikanischen Generale, die da im Moment den Ton angeben, ob das nun McChrystal sei oder Petraeus, die recht gute Generale sind übrigens, durchaus bewusst sind, dass sie mit 30.000 Mann die Lage im Krieg nicht ändern können. Zumal heute in den modernen Armeen auf 8 Soldaten ein wirklicher Kämpfer kommt. Also insofern so muss man diese Zahlen außerordentlich reduzieren.
Es ist darauf verwiesen worden, dass diese Aufstockung von 30.000 Soldaten ja im Irak so fabelhaft gewirkt hatte. Aber da wird eben schon eine der großen Fehlbeurteilungen begangen. Warum hat, sagen wir, die verstärkte Präsenz amerikanischer Truppen, aber vor allem auch das Verhandeln mit den Stammesführern dort zu einer relativen Beruhigung geführt, zur Sahwa, wie man nennt, wo man dann also sunnitische Truppenverbände aufstellte, zwar aus folgendem Grunde. Der eigentliche Aufstand gegen die Amerikaner im Irak wurde nicht getragen von den Schiiten. Dort war der Großayatollah Sistani, der Najaf, klug genug, um zu sagen, Amerikaner wollen Demokratie, dann wollen wir also wählen. Und da hat er eine Fatwa erlassen und seine Schiiten sind eben, die 65% der Bevölkerung ausmachen, haben, sind an die Urnen gegangen und haben ein überwiegend schiitisches Parlament in Bagdad geschaffen. Am Rande sei vermerkt, dass sämtliche schiitischen Frauen auch tief verschleiert zur Urne gegangen sind, was in Europa ein Jubel der Begeisterung auslöste, wie demokratisch doch alles dort geworden sei. Der wirkliche Grund, dass sie ging, war eben die religiöse Fatwa, die Anweisung des Großayatollah Sistani. Und für die Sunniten stellte sich dann die Frage, die vor allem in der äußersten Westprovinz Anbar den Widerstand gegen die Amerikaner leisteten, stellte sich die Frage, die Amerikaner sind, das hat ja auch schon George W. Bush verkündet, in 3 Jahren weg. Aber dann stehen wir eben zum ersten Mal in der Geschichte, zum ersten Mal seit dem Tod des Propheten und der Ermordung des Imam Ali, zum ersten Mal stehen wir dann unter der Herrschaft der Schiiten. Das ist für uns viel wichtiger, als jetzt gegen die Amerikaner irgendeinen Dschihad oder einen Qital zu führen. Und sie haben dann eben mit den Amerikanern gemeinsame Truppenverbände aufgestellt, die sogenannten Awakening Forces, wie die Amerikaner es nannten. Und das ist im Grunde der Grund dafür, dass es im Irak bis jetzt relativ ruhig geworden ist. In dem Moment, wo die Amerikaner abziehen, wird natürlich die Entscheidung getroffen werden zwischen den 3 Kräften, die im Irak existieren. Die Sunniten, Saddam Hussein war auch Sunnit, die Herrschaft bisher ausübten, vor allem auch unter den Osmanen, die ja dort 400 Jahre lang geherrscht haben. Also die Schiiten, die die Mehrheit der Bevölkerung ausmachten, aber die im Grunde als Underdogs immer gelten und als Ketzer teilweise verachtet und im Grunde mehr befehdet als die Christen, die dort lebten. Und dann schließlich die Kurden, die ja keine Araber sind und Sunniten sind, aber die Einzigen sind, die auf amerikanischer Seite sich engagiert haben, voll engagiert haben. Aber die inzwischen auch bei der Abrundung ihres Territoriums um die Erdölgebiete von Kirkuk in Schwierigkeiten kommen. Kurz, die ganzen Probleme im Irak stehen noch vor uns. Und meiner Ansicht nach ist das, was in Irak passieren wird, eventuell wichtiger als das, was in Afghanistan passiert für die Zukunft des Orients und auch für die Zukunft Europas, was ja doch in relativer Nähe liegt. Ich will auch aktualisiert worden, auf traurige Weise ist Afghanistan auch durch die Ereignisse von Kunduz. Und ich will dann kurz, ich kenne Kunduz, ich bin dort gewesen, Afghanistan, das müssen wir im Auge behalten, ist ja kein einheitliches ethnisches Gebiet, das eigentlich Staatsvolk, die Paschtunen leben im Süden, und bilden eine knappe Mehrheit im Land. Das Königshaus kam daraus, der Präsident Karzai ist ein Paschtune. Sie waren diejenigen, die den Engländern im 19. Jahrhundert auch die fürchterliche Niederlage vor Jalalabad beifügten. Und Kunduz nimmt in dieser Nordregion eine Sonderstellung ein, weil der Gründer des modernen Afghanistan, so wie man davon modern reden kann, jedenfalls den afghanischen Staat im 19. Jahrhundert wieder zusammenfügte, der Emir Abdulrahman, der selber Paschtune war,
wollte natürlich auch in diesen tadschikischen Gebieten, die Persisch sprechen. Dari nennt man es dort, aber es ist Farsi. Und sie sind keine Schiiten in diesem Fall, sie sind Sunniten. Aber wollte dort Inseln, pashtunischen Siedlungsgebiete schaffen, um seinen Staat abzusichern. Und Kunduz gehörte dazu. Und einer der großen Führer des Aufstandes jetzt, der nicht zu den Taliban gehört, aber der ungefähr in seiner Bedeutung durchaus mit dem Mullah Omar, dem Amir der Taliban zu vergleichen ist, Gulbuddin Hekmatyar, in dessen Truppe ich im Jahr 1981 nach Afghanistan reingegangen bin, als noch der Krieg gegen die Sowjetunion im Gange war, der stammt aus Kunduz. Und das zeigt natürlich, dass Kunduz eben ein besonders schwieriger Ort ist. Aber vielleicht hat dieser Zwischenfall von Kunduz auch eine positive, wenn auch traurige Seite. Es hat endlich mal die Stunde der Wahrheit geschlagen. Es hat sich erwiesen, nicht wahr, dass diese deutsche Festung von Kunduz, das war nicht immer so. Also ich vor 3 Jahren in Kunduz war, da hat ein Feldwebel ein Hotel aufgemacht, das Hotel Lapis Lazuli, und da übernachtete ich in aller Ruhe. Heute würde ich dort nicht mehr übernachten. Ich würde gezwungen sein, im Camp zu leben, das inzwischen zu einer Festung ausgebaut worden ist. Damals war das noch alles ziemlich offen. Aber inzwischen hat sich eben die Situation so verschärft, dass praktisch die Bundeswehr in Kunduz, wie übrigens auch in Mazar-i-Sharif und in Faizabad, sich in regelrechten Festungen befindet. Und was man ja bei dieser Sache in Kunduz mal beachten muss, ist, dass diese beiden riesigen Lastern mit Erdöl, dass die gekidnappt wurden, ein paar Kilometer von dieser Festung entfernt. Also die Tatsache, dass das nicht wahrgenommen wurde, nicht verhindert wurde, zeigt, wie gering die Kontrolle über das Land ist. Andererseits ist es auch erstaunlich, nicht wahr, dass diese Tankwagen, die dann im Fluss festgefahren ist, dass keine Patrouille ausgeschickt wurde, um nahe an Ort und Stelle festzustellen, was überhaupt los war. Das wäre natürlich, da durchaus Taliban in der Gegend war, die Mehrzahl waren Zivilisten, die billig an Erdöl kommen wollten. Aber die Tatsache ist, dass diese Patrouille von dem Oberst Klein, über den ich nicht den Stab brechen will, der mir das in Situation schwierig genug ist, aber er hat diese Patrouille nicht ausgeschickt in der Nacht. Und das zeigt eben, dass die ISAF-Truppe, dass die NATO-Truppe, dass auch die Truppen von Enduring Freedom, die Amerikaner haben, sobald die Dunkelheit einbricht, überhaupt keine Kontrolle über das Land haben. Und bei Tage nur eine sehr begrenzte. Mir ist vor etwa 2,5 Jahren passiert, dass freundlicherweise das Verteidigungsministerium mir einen Transport mit einem der Transall nach Mazar-i-Sharif verweigert hat. Ich habe dann also von Kabul aus über afghanische Freunde 2 Land Rover gemietet, 2 Fahrer und einem Fixer, wie man das heute nennt, der zuverlässig war, und bin dann diese 8 Stunden über den Salangpass in 3000 Meter Höhe von Kabul nach Kunduz gefahren, ohne jede Begleitung und jeden Schutz. Ich habe keinen einzigen Soldaten der Allianz gesehen. Also die Vorstellung, dass eine Kontrolle über dieses Land ausgeübt würde, außer diesen Stützpunkten in ihrer mittelbaren Umgebung, ist schon mal falsch, und das sollte endlich mal auch ausgesprochen werden. Es ist, sagen wir, die Schuld, der Vorwurf, der sich an den Oberst Klein richtet, ist auf den Befehl des amerikanischen Oberbefehlshaber McChrystal zurückzuführen, der von der bisherigen Methode der Amerikaner, die im Grunde auch in Vietnam schon praktiziert wurde. Ich finde, Elemente des Krieges, die Situation, die politische Situation sind ganz andere, aber die militärischen Elemente sind ähnlich wie im Vietnamkrieg, und in Vietnam galt eben vor allem Search and Destroy, suchen und vernichten. Und inzwischen hat man erkannt, dass die berühmten Kollateralschaden, die Schäden, die dann entstehen, die Verluste in der Bevölkerung, so kontraproduktiv war, dass der General McChrystal gesagt hat, die Luftwaffe darf nur noch eingesetzt werden, wenn regelrecht die Truppe in ein Gefecht verwickelt wird. Und dann soll man auch noch die Flugzeuge erstmal im Tiefflug
über die potenziellen Angreifer hinweggehen lassen, um sie auseinanderzutreiben. Das funktioniert vorzüglich. Ich habe das mal in Kunduz erlebt, wo ein kleiner Aufruhr war wegen irgendwelchen Mohammed-Bilder in Kopenhagen. Und der damalige deutsche Kommandeur, sehr, sehr vernünftiger war, es gibt also auch sehr gute Soldaten in der Bundeswehr, der hat dann eben die französischen Mirage aus dem benachbarten Tadschikistan, aus Duschanbe angefordert. Und die sind dann eben im Durchflug über diese Menge. Und die war weg. Das reicht, also die Einschüchterung reicht auch. Na, das hat eben dieser Oberst Klein nicht gemacht. Und damit hat er sich natürlich vergangen gegen die bestehenden Regeln. Aber was mich jetzt beunruhigt, wir haben jetzt, nachdem der bisherige Verteidigungsminister Jung sich durch, ich will ihm Unkenntnis zurechnen, ich will ihm gar nicht mal wissentliche Verstellung und Verfälschung der Lage unterstellen, er ist ja persönlich gesehen auch ein netter Mann, das macht es einem ja so schwer, in einer Diskussion ihm zu widersprechen. Aber er war von wirklich einer Ignoranz geplagt und ist jetzt ersetzt durch einen Mann, der eben doch, sagen wir, mit mehr Energie an seiner, mehr Realismus an die Tatsachen ging, an Herrn zu Guttenberg. Und der übrigens bei den Gebirgsjägern gedient hat. Und bei der nächsten Gelegenheit, wenn ich ihn sehen werde, ich mal sagen, Sie sind ja geradezu prädestiniert für Afghanistan. Nämlich, wenn man in die Gebiete reingehen will, wo die Taliban wirklich sitzen und wo früher die Mujahideen sich an den Russen vorbeischlängelten, das habe ich ja mitgemacht, das war wirklich sehr anstrengend, dann sitzt man nicht in einem Dingo oder in einem Marder oder in einem schwer gepanzerten Panzer, nicht mal in einem Jeep oder einem Wolf oder nicht mal in einem Wiesel, die hat ja so schöne Namen, diese Gefährte, sondern da ist man angewiesen auf die Maultiere, die Esel und, wenn man angesehen ist, auch auf ein Pferd, also ein kräftiges Pferd, aber die Hänge sind dann so steil, wir konnten ja die offiziellen Wege nicht benutzen, dass man sich an den Schwanz des Pferdes hängt, um sich hochziehen zu lassen. Und dann sehen sie auf einmal, da kommt ihnen entgegen ein Trupp von Mujahideen, die machen die Höhe im Jogging, im Laufschritt. Und dann kommt einem wirklich der Eindruck der Unzulänglichkeit unserer westlichen physischen Kräfte auch in diesem Gebiet. Und im Grunde wäre wahrscheinlich bei uns nur die KSK genügend trainiert, um das durchzustehen, unter der Voraussetzung, dass sie nicht mit diesem 16 Kilo schweren Schutzwesten rumläuft und einem Gepäck, das, wenn einer hinfällt, ich habe es jetzt noch mit Amerikanern gesprochen, mit dem man wieder sehr vernünftig reden kann, wo man dann auf dem Rücken liegen bleibt, wie ein Maikäfer. Aber die Frage stellt sich einfach nicht, ob die ganze Konzeption der Bundeswehr nicht auf den Kopf gestellt werden muss. Und da steht also dem jetzigen Verteidigungsminister eine schwere Aufgabe entgegen. Ein Teil der älteren Generalität, habe ich den Eindruck, hat er erlebt, immer noch in strategischen Vorstellungen, sie müssten das Fulda Gap gegen die Rote Armee verteidigen. Und die Hubschrauberpiloten, und es gibt verdammt wenig deutsche Hubschrauber dort, haben mir gesagt, wir können mit unseren Maschinen relativ wenig anfangen. Die sind konzipiert für die norddeutsche Tiefebene. Wenn wir auf 3000 Meter Höhe müssen, wie das hier häufig ist, noch mit den Sandstürmen dazu, sind unsere Hubschrauber meistens gar nicht einsatzfähig. Also die Bundeswehr muss für diese Art von Einsätzen völlig umstrukturiert werden. Und schon sieht man, und das beunruhigt mich wirklich, wie die Kampagne gegen Guttenberg, der energisch ist und der die richtigen Konsequenzen getrieben hat, nämlich den Generalinspekteur und einen sehr einflussreichen Staatssekretär in die Wüste zu schicken, wie dem jetzt vorgeworfen wird, dass er am Anfang ja auch diesem Angriff zugestimmt hatte. Aber das war zu einem Zeitpunkt, als man ihm die wirklichen Unterlagen noch vorenthalten hatte und als neuer Minister konnte er gar nicht anders, als sich vor die Bundeswehr zu stellen. Das musste er tun, auch wenn er sich in seiner Aussage geirrt hat. Aber daraus versucht man ihm heute einen Strick zu gehen. Und das ist eben das Bedauerliche, dass eine Schicksalsfrage wie Afghanistans eventuell für uns werden können, durch diese politischen Intrigen doch in maßloser Weise beeinflusst werden. Wenn ich daran denke,
Entschuldigen Sie, dass ich das nicht polemisch gesagt habe. Wahrscheinlich ist das eine reizende, sehr gut aussehende Frau, die neue Familienministerin, die ja aus Hessen sein musste, aber die ist auch noch zuständig für den Islam. Und da hört der Spaß auf. Ja, nicht, also der Proporz hin und her und so weiter, aber da muss dann wirklich eine gestandene, seriöse, ernste Persönlichkeit hin, A, mit den nötigen Kenntnissen und auch eben Respekt herrschend, wie das eben im Orient nur einmal notwendig ist. Wir sind im Grunde, das ist bis jetzt noch weitergegangen, ist in den letzten Diskussionen ja hingehalten worden mit der Behauptung, der deutsche Einsatz sei ja nicht im Rahmen von Enduring Freedom erfolgt. Da haben die Amerikaner auch wirklich, der Verteidigungsminister Rumsfeld hat nur 100 KSK-Leute genommen, die nicht mal eingesetzt wurden, sondern, das war, was auch schändlich ist, hat die Bundesregierung verweigern müssen, zur Bewachung von Gefangenen eingesetzt. Und die haben sich nicht an den Vergangenen begangen, aber sie haben das Lager abgeschirmt und ein Lager, in denen immerher doch reichlich seltsame Verhöre stattgefunden haben. Und dann kam immer das Argument, dass auch der Jung auch noch jetzt neulich gesagt hat, wir haben doch 5000 Mädchenschulen gebaut. Erstens ist es falsch, das stimmt nicht. Und zweitens schicken wir nicht deutsche Soldaten in ein Unternehmen, das immerhin, wo sie ihr Leben aufs Spiel setzen, um in Afghanistan Mädchenschulen zu errichten. Nicht, das könnte die GTZ, die Gesellschaft technische Zusammenarbeit, die unter den Taliban in Afghanistan geblieben ist und nicht behelligt worden ist, sehr viel besser machen. Und abgesehen davon, ich war diese ganzen internen Veränderungen, auch sagen wir die Veränderung der Beziehung zwischen den Geschlechtern, das muss eines Tages mal von innen kommen. Wir können nicht die Aufgabe des Nation Building übernehmen, wie die Amerikaner sagen. Da sind wir zum Scheitern. Da sind wir zum Scheitern vor. Das müssen die Länder schon machen, wie Mao Zedong sagte, aus eigener Kraft und auch aus der eigenen Mentalität heraus. Denn es ist, das ist, glaube ich, eine Grundregel, die man einfach nicht beachtet. Es ist für eine muslimische Bevölkerung, eine fromme muslimische Bevölkerung, das ist die afghanische Bevölkerung, unerträglich, bewaffnete Ungläubige auf ihrem Land, auf ihrem Territorium zu tolerieren. Das geht nicht mehr. Das ging früher mal. Und automatisch verwandelt sich dann dieser Teil des Darul Islam, des Bereichs des Islam, der die ganze Umma im Grunde theoretisch umfasst, verwandelt sich das, was man in der islamischen Theologie den Darul Harb nennt, der Bereich des Krieges. Und insofern soll man sich von dem Gedanken freimachen, dass man durch eine verlängerte Präsenz nun unsere Vorstellung von Demokratie, von Parlamentarismus dort heimisch machen kann. Sondern man muss das eben schon den eigenen Entscheidungen überlassen. Nur mit wem? Und da ist eben dieser unglaubliche Skandal, dass unter den Taliban, und ich will sie wirklich nicht freisprechen von Exzessen und von einer großen Stupidität, auch religiös, sie waren ziemlich ungebildete Kerle, diese Taliban hatten immerhin das Land im Griff und die Opiumproduktion war auf ein Minimum reduziert worden, entsprechend der islamischen Religion. Sie hatten nur so viele Opium, wie sie für ihre Waffenkäufe brauchten, während inzwischen unter der Obhut der westlichen Allianz Afghanistan mit 92% der Weltproduktion zum größten Produzenten und Lieferanten von Opium und Heroin geworden ist. Ich weiß, das ist ein Skandal, der zum Himmel schreit. Nicht? Das ist, aber wird so erwähnt. Und dann sagt man, das sind die Taliban. Das sind nicht die Taliban, das sind auch die Warlords, die oben im deutschen Bereich in Badakhshan und so weiter auf deutscher Seite sind und an die man wohlweislich nicht rangeht, nämlich wenn man ihre außerordentlich reichlich fließenden Einkünfte aus dem Heroin und dem Opium entziehen würde, dann würden die richtig böse. Und man weiß im Verteidigungsministerium, dass eine Stellung wie Faisabad in Badakhshan
wenn der Winter kommt und der Nebel und der Schnee und die Hubschrauber nicht durchkommen, dass die im Ernstfall gar nicht zu halten ist. Also wir sind im Grunde noch relativ gut davon gekommen. Wir haben eine Anzahl von Gefallenen, ich war das halt. Die meisten Toten sind doch durch Verkehrsunfälle dort umgekommen. Und wenn wir zum Beispiel 7 Jahre lang ein militärisches Manöver hier in Deutschland durchgeführt hätten mit scharfer Munition, wären die Verluste mindestens genauso hoch gewesen. Also es ist, wir sind im Moment noch nicht in wirkliche Gefechte, wirkliche Kämpfe verwickelt worden, auch wenn inzwischen die Einschläge von Granaten in der Gegend von Kunduz, in Masara ist noch nicht der Fall, sich häufen. Es ist ebenfalls eben ein unerträglicher, seltsamer Zustand, eine völlige Fehlkonstruktion der Armee, dass 80-90% der Soldaten in Afghanistan sind. Und das, Sie brauchen nur anzufragen, er wird es Ihnen bestätigen. Die kommen an mit der Transall von Termes, landen auf dem Flugplatz der jeweiligen Bastion, der 2-3 Kilometer entfernt ist. Früher bei Camp Warehouse waren das noch 20 Kilometer, als es eine Art Tat stattgefunden hat. Inzwischen sind das noch 2 Kilometer. Die werden dann in ihren Dingo gepackt, dessen Stahlklappen zugemacht werden, werden in das Lager gefahren und dann 3 bis 4 Monate machen sie keinen Schritt aus dem Lager heraus. Und eine kleine Einheiten dann von Fallschirmjägern, Gebirgsjägern oder sonst Truppen, die gehen dann auf die Patrouille. Aber der Zustand hat sich so verschlechtert, dass man auch nicht mehr zu Fuß und ohne Helm unter die Bevölkerung geht und versucht, irgendwie Vertrauen zu schaffen, sondern man fährt in gepanzerten Fahrzeugen. Und wenn man eine RPG-7, also eine Panzerfaust hat, wie sie ja bei den Aufständischen doch ziemlich verbreitet sind, dann ist also ein Marder und dann schon gar kein Dingo, kein wirklicher Schutz dagegen, zumal die Partisanen, und zwar nicht nur in Afghanistan, das hat im Grunde im Südlibanon bei der Hisbollah begonnen, eine unglaublich effiziente Technik der Kriegführung entwickelt haben. Die Amerikaner nennen Improvised Explosive Devices. Das sind diese abscheulichen Bomben, die am Wegrand eingebuddelt sind, die nicht zu erkennen sind, die ferngezündet werden und die dann entsetzliche Wunden reißen. Ich weiß, die Leute, die in Afghanistan verwundet werden, haben dann meistens furchtbare Verstümmelungen als Folge. Und das löst natürlich auch eine Psychose aus, die beim normalen Krieg, wo man eventuell einen Schuss in die Schulter bekäme oder manchmal auch in den Rücken bekommt, nicht in dem Maße beginnt. Es entsteht daraus auch, das ist auch ein neues Phänomen, dass die Psychologen so gefragt sind. Sie sehen ja gelegentlich auch Filme, die jetzt über Afghanistan gedreht sind. Neulich ist ein Tatort gelaufen. Nicht? Da ging alles um im Grunde psychiatrische und psychologische Behandlung über die Folgen des Einsatzes. Nun sind die Einsätze bisher, das sage ich mit allem Respekt vor den Verwundeten und den Toten, die es bisher gegeben hat, sind noch relativ unblutig gewesen. Und ich gehöre noch einer Generation an, weil ich habe noch Schulkameraden gehabt, die mit der letzten Ju-52 mit erfrorenen Gliedern aus Stalingrad rausgeflogen wurden. Die haben nie einen Psychologen gesehen und haben ihn auch nie gebraucht. Also es ist also da eine Veränderung der Mentalität im Gange und dem sollte man auch nachgehen. Man stellt immer wieder den Vergleich mit Vietnam aus. Aber was jetzt in Afghanistan und eben auch in Pakistan, wo es rüberschwappt, vor sich geht, ist sehr viel ernster als was in Vietnam passierte. In Vietnam hat Amerika, dem Zermürbungskrieg nicht standgehalten. Das ist ja ein War of Attrition. Es werden niemals, die Aufständischen werden niemals großen Sieg davon treiben, auch in Afghanistan nicht. Es ist ein Zermürbungs- und Ermasselungskrieg und der wirkt sich auch in der Heimat aus, auch in Amerika schon aus. Und Vietnam war für Amerika eine furchtbare Demütigung. Aber das, was Kennedy und auch Eisenhower schon befürchtet hatten, dass also ein kommunistisches Gesamtvietnam einen Dominoeffekt, eine Ausbreitung des Kommunismus bis nach Indien hinauslösen würde, ist überhaupt nicht eingetreten. Und diejenigen, die am effektivsten darüber gewacht haben, sind seltsamerweise die Chinesen gewesen, die nicht gerne sahen, dass ihre
vietnamesischen Nachbarn und früheren Vasallen da expandierten. Der Präsident George W. Bush war mit einer anderen Domino-Theorie angetreten. Er hatte, als er nach Bagdad eroberte, davon gesprochen, dort einen Beacon of Democracy, einen Leuchtturm der Demokratie zu erschaffen und einen Domino-Effekt im Sinne der Demokratie zu schaffen. Also eine Demokratie in Bagdad, das pflanzt sich auf nach Iran. Und die anderen Länder sind ja auch im Grunde alle entweder Dynastien oder Militärdiktaturen. Und das eben, sagen wir, die Vision von Fukuyama vom Ende der Geschichte, dass das also die, alle Probleme der Welt gelöst werden durch die Übernahme des amerikanischen Lebensstils, der amerikanischen politischen Auffassung und der amerikanischen Wirtschaftstheorien, dass das im Grunde im Irak gescheitert ist, aber natürlich in Afghanistan noch viel stärker. Und das ist wahrscheinlich eines der schwersten Folgen dieser Rückschläge, die der Westen im Moment empfindet, einsteckt, dass die Zeit vorbei ist, wo zum Beispiel Atatürk, der Erneuerer der Türkei, der Modernisierer der Türkei, dessen Werk jetzt allmählich abgebaut wird durch eine wachsende islamische Kraft wieder, dass der im Jahre 24 zum Beispiel behaupten könnte, es gibt nur eine Zivilisation, Zivilisation meint er den Französischen, also eine Kultur, das ist die europäische, ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Und auch, sagen wir, die Nachahmung Amerikas, das ist, sagen wir, zum Beispiel seit der letzten Finanzkrise. Wir möchten noch diese Art von Kapitalismus praktizieren, die in Amerika praktiziert wird. Und dann kommt etwas hinzu, was völlig unerwartet ist. Nachdem Amerika dann diese gewaltigen Siege errungen hatte, im Zweiten Weltkrieg, nicht der Krieg, die Landung in der Normandie war eine logistische Meisterleistung und der Krieg gegen Japan ist mit schweren Verlusten, aber mit großer Bravour geführt worden. Aber dass seitdem im Grunde kein militärischer Erfolg mehr erfolgt wurde und dass also dieser asymmetrische Krieg, wie die Israelis sagen, die modernen Armeen, die konventionellen Armeen vor unlösbare Probleme stellen. Wir werden damit nicht fertig. Und das, was von vornherein feststeht, wird heute evident und wird in amerikanischen Kreisen auch bis in die höchsten Militärränge auch diskutiert, dass ein Krieg in Afghanistan nicht zu gewinnen ist. Wahrscheinlich hat Obama einen Fehler begangen, also er kommt ja nicht aus dem Militär, konnte auch die nötigen Kenntnisse nicht haben, als er während des Wahlkampfes bereits sagte, wir haben den Fehler begangen, dem Irak die ganze Aufmerksamkeit zu schenken und haben Afghanistan vernachlässigt. Inzwischen stellt sich heraus, dass er auch im Grunde Afghanistan nichts verändern kann, das im Gegenteil, ich hatte immer die Rede davon, von Al-Qaida. Und da sagte jeder deutsche Politiker, auch viele Offiziere in den Diskussionen sagen, ja, wenn wir den Terrorismus in Afghanistan nicht zerschlagen, dann kommt der Terrorismus zu uns. Aber der Terrorismus ist ja nicht aus Afghanistan gekommen. Nicht wahr? Als der Anschlag auf das World Trade Center stattgefunden hat, 9-11 und aufs Pentagon. Das waren keine Afghanen, das waren Saudis. Es gibt keinen einzelnen Afghanen, der internationalen Terrorismus betrieben hat. Diese jungen Leute sind vielleicht mal in einem Camp von Al-Qaida, das ist vorher damals noch gar nicht bekannt, in Afghanistan ausgebildet worden. Aber da haben sie dann infanteristische Grundausbildung bekommen, wie wir aus so manchen Schattenbildern sehen. Ihre Pilotenausbildung haben sie in den USA bekommen. Und um die Koordination dieser Flugzeuge, die ja rechtzeitig starten mussten von New York, das ist gar keine einfache Sache, ich wundere überhaupt, dass ein paar Araber das zustande gebracht haben. Aber da musste man an Ort und Stelle sein, das konnte man nicht aus einer Höhle im Hindukusch tun. Und das relativiert natürlich auch die Rolle von Osama bin Laden. Osama bin Laden war ursprünglich im Krieg gegen die Sowjetunion, ich erwähne es bereits, ein Rekrutierungsagent des CIA und des pakistanischen Geheimdienstes ISI, um in der ganzen islamischen Welt mit saudischem Geld, auch amerikanischem Geld, eine Truppe aufzustellen gegen die Sowjetunion. Aber man hat eines vergessen.
Er war natürlich zutiefst engagiert und seine Gefolgsleute auch gegen diesen gottlosen Bolschewismus der Sowjetunion. Aber deswegen war er nicht proamerikanisch. Und als ich 1981, das war ja noch sehr früh, mit der Truppe von Ekmat, ja, mich durch die Gegend von Tora Bora quälte, schrien also diese Mujahidin, bei denen wir übrigens sicher waren, wie in Abraham Scholz. Nicht? Die hatten auch keine Angst vor den russischen Panzern, da stellten sich beinahe, wer die RPG-7 abschießen konnte. Sie hatten Angst vor den Hubschraubern, das war die Gefahr. Aber sie schrien dann so, Allahu Akbar, das kann man sogar als Christ mitrufen, und Gott ist groß. Allah ist auch bei den Christen des Orients, heißt Allah Gott. Und dann schrien sie, Makba Amerika, Tod den Amerikanern. Da habe ich gesagt, ihr seid verrückt geworden, ihr kämpft gegen die Sowjetunion mit amerikanischen Waffen und Unterstützung und ruft Makba Amerika. Und da ist ein kleines Lied, La Harbi, La Sharki, Islami. Nicht westlich, nicht östlich, sondern islamisch. Das hätte man verdammt nochmal vorher wissen müssen. Und in dem Moment, wo die sowjetische Armee abgezogen war über den Amu Darya und die Brücke von Termes, als General Gromov als letzter Soldat Afghanistan verlassen hatte, da haben eben diese Mujahideen, die dort blieben, aus allen Ländern, die auch nicht nach zu Hause konnten, nicht zu Hause in Ägypten, Algerien und so weiter, galten sie ja als gefährliche religiöse Revolutionäre. Die waren dann im Land und suchten dann eben den neuen Feind, und das war eben dieser amerikanische Imperialismus, der mit allen Lastern behaftet war und im Grunde, ja auch das ist nämlich im Koran enthalten, als das goldene Kalb erschien. Ich war der Angriff auf das World Trade Center war in ihren Augen. Man muss immer in die Situation, die Mentalität der Leute setzen, der Angriff auf das goldene Kalb. Und Osama bin Laden ist damals noch die Attentate auch gegen die Botschaft in Dar es Salaam und Nairobi stattgefunden haben, ist dann nach Afghanistan, aus dem Sudan geflüchtet. Und er ist aber nicht die wirklich entscheidende Figur bei 9/11 gewesen. Der wirkliche Organisator war Khalid Sheikh Mohammed, der jetzt vor Gericht steht, der 183 Mal die Prozedur des Waterboardings durchgemacht hat, das heißt simulierte Ertränkung. Nicht wahr? Eine ganz abscheuliche Sache. Das hat es übrigens zur Zeit der Gestapo gegeben und ich muss auch sagen, die französische Armee hat es gelegentlich auch in Algerien praktiziert. Man nennt es dann la baignoire, die Badewanne. Aber er hat das 183, beim fünften Mal würde ich bereits gestehen, dass ich meine Großmutter umgebracht habe. Ja, also insofern ist, sagen wir, auch, wie soll ich sagen, die hohe Meinung, die man von der westlichen Moralität hat. Nicht? Unsere Bundeskanzlerin redet ja immer von einer werteorientierten Außenpolitik, ohne jemals zu präzisieren, welche Werte es gibt. Nämlich die christlichen Werte erwähnt sie seltsamerweise nicht, obwohl sie ja Vorsitzende einer christlichen Partei ist. Aber es gibt auch islamische Werte, es gibt konfuzianische Werte. Nicht? Das, wir haben keine homogene Welt mehr, wie Fukuyama sie herbeigesehnt hat. Und insofern stehen wir also diesen Phänomenen jetzt ziemlich hilflos entgegen. Nehmen wir nur das Beispiel im Moment der iranischen Bombe. Ich persönlich bin ziemlich überzeugt, dass die Iraner dabei sind, diese Bombe zu bauen, in aller Heimlichkeit, und irgendwann werden sie auch fertig kriegen. Deswegen geht die Welt nicht unter. Die werden auch diese Bombe nicht auf Israel abfeuern, die sind nicht verrückt. Nämlich in dem Moment wissen sie, dass durch die israelische Nuklearstreitkraft, die teilweise aufs Meer verlagert ist, auf U-Boote, aber vor allem auch durch die amerikanische Nuklearstreitkraft, würde der Iran ausgelöscht. Und Selbstmörder sind sie nicht, das haben wir unter Khomeini erlebt. Aber diese Bombe ist aber das große Thema. Und wir können nur zum Himmel beten, dass nicht die Israeli mit amerikanischer Erlaubnis eine Bombardierung der Nuklearanlagen im Iran erlauben, nämlich die Reaktion Irans wäre dann Gewalt. Das ist ein Land von 70 Millionen Einwohnern. Die sind mit ihren Mullahs zutiefst unzufrieden, aber sie sind sehr nationalistisch. Und selbst bei den sogenannten Reformern, diejenigen, die jetzt die Kundgebung machen, für die Kernenergie sind sie im Grunde alle.
vor allem könnte der Iran reagieren. Wir sehen doch heute das absurde Schauspiel, dass diese somalischen Fischer mit ihren Booten, die sie also mit dem Außenbordmotor versehen haben, die riesigen Tanker kidnappen im Golf von Aden und im Indischen Ozean, während die ganze Flotte des Westens da rum ist. Ich meine, wo sind also die, haben wir die Google, diese Google-Omnipräsenz, die alles sieht, die alles beobachtet, die alles verhindern kann? Ich meine, das ist, da sieht man wirklich, welche Schwächen auch, sagen wir, das konventionelle Regime auf zur See hat. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie Iran reagieren würde im schmalen Persischen Golf und vor allem in der dünnen Rinne der Straße von Hormuz durch die 40% unseres Energiebedarfs aus den arabischen Quellen hindurchgeht. Und diese Pastoran, diese Revolutionsfürchter, die sind auch zur Selbstaufopferung bereit. Wir würden das blockieren und die Iraner verfügen über konventionelle Raketen, mit denen sie natürlich auch die saudischen oder kuwaitischen Erdöllager vernichten können. Also da ist gar keine, es bestehen gar keine großen Möglichkeiten, militärisch gegen den Iran vorzugehen. Und dann soll man endlich mal mit dem dummen Spruch aufhören. Wir haben noch alle Optionen auf dem Tisch. Nein, man hat diese Option hier auf dem Tisch, es sei denn, man begibt sich dann wirklich in extreme eigene Gefahr. Etwas anderes ist bemerkenswert. Ich habe mich mit dem russischen Botschafter darüber unterhalten. Ich habe gefragt, ist eigentlich jemand mal von der westlichen Seite, insbesondere auch von deutscher Seite, von der Bundeswehr oder Verteidigungsministerium, mal zu Ihnen hingekommen, hat gefragt, wie ist denn der Krieg bei Ihnen verlaufen? Es hat niemals bei der sowjetischen Armee, der russischen Armeeführung heute, die geringste Anfrage stattgefunden. Und ich persönlich habe einen direkten Kontakt zu dem General Lebed gehabt, der in Panjirtal dreimal vermisst gemeldet worden ist. Und der hat mir das geschildert und da hätte man es lernen können. Und da muss man auch sagen, ist also der republikanische General McCain in mancher Beziehung natürlich auch wieder ein vernünftiger Mann. Es ist eine durchaus ehrenwerte Persönlichkeit. Und wir hatten darüber über Indochina gesprochen. Er wusste, dass ich im Französischen Krieg gewesen war. Und er sagte, wir haben den großen Fehler begangen, dass wir nicht mal die Franzosen gefragt haben, wie man dort zum Krieg führt und wie man eventuell auch verliert. Ja, all dieses findet einfach nicht statt. Es sind einfach, Mängel, die praktisch unverzeihlich sind. Und im Übrigen, das, was wir Al-Qaida nennen, die sitzen inzwischen nicht mehr in Afghanistan. Die sind, wie wir ja auch jeden Tag hören, in Nordpakistan. Sie sind in Jemen, sie sind in Somalia. Sie brauchen auch keine riesigen Räume, um zu lernen, wie man mit dieser zuständigen Technologie umgeht. Und die wirklich große Gefahr ist, dass der amerikanische Krieg, bevor er noch im Afghanistan, bevor noch 2011 dem Ende zugeführt werde, auf Pakistan übergreift. Und das sind 70 Millionen Menschen. Und Muslims mit einer stark hysterischen Veranlagung, über die Atombombe verfügen. Das Rückgrat des Staates in Pakistan ist die Armee. Und der General Musharraf war im Grunde das geringere Übel, aber er war nicht bereit, gegen seine Glaubensbrüder und Landsleute in den Tribal Areas, in den Stammesgebieten vorzugehen. Da wurde er eben abgelöst und es wurde jetzt der Präsident Zardari an die Spitze gesetzt, der ein Verbrecher ist, der rechtskräftig verurteilt ist und der nur durch sein Präsidentenamt geschützt ist. Und die schöne Benazir war auch nicht die liebe Frau, als sie immer geschildert wurde. Aber der Mann gibt nun der pakistanischen Befehl, gegen diese Stämme an der Grenze vorzugehen. Das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Ich meine, nämlich sie machen sich ja zu Komplizen der amerikanischen Ungläubigen einer fremden Macht. Und die wirkliche Gefahr, die uns droht, ist die pakistanische Bombe. Noch heute oder gestern habe ich in der Herald Tribune, das erfährt man sowas ja nur, die Kontrolle über die Bombe dem Staatspräsidenten Zardari entzogen worden und dem Premierminister unterstellt worden. Beides stimmt natürlich nicht. Die wirkliche Kontrolle hat die Armee.
Aber wenn die Armee sich spaltet und sie wird nicht ewig Krieg führen gegen ihre Stammesbrüder, gegen ihre Glaubensgenossen im Norden, dann wissen wir nicht, in wessen Hände die Atombombe geraten kann. Die Atombombe wird erst gefährlich sein, wenn sie nicht mehr in den Händen einer Regierung ist, und sei es die nordkoreanische. Die nordkoreanische wartet auch auf, dass nichts passiert. Sondern wenn sie in die Hände von kriminell, religiös, fanatisch oder ideologisch motivierten Verrückten gerät. Und da diese Gefahr ist diejenige, die uns eventuell bevorsteht. Sagen wir noch ein paar Worte zu den Taliban. Wir sollten einen Unterschied, einen deutlichen Unterschied machen zwischen den Taliban und das, was man Al-Qaida nennt. Al-Qaida, die Übersetzung heißt die Basis. Und Al-Qaida ist eine ganz lockere Organisation. Also wenn die Marokkaner in Spanien ein Attentat machen, die nennen sich dann vielleicht Al-Qaida, aber die haben mit Osama Bin Laden zu tun. Osama Bin Laden sitzt unter dem Schutz des Pashtun-Gesetzes, des Pashtun-Wali, sitzt er in irgendeiner gut beschützten Höhle, wird auch nicht ausgeliefert. Aber er hat keine Kommunikationsmöglichkeit. Er braucht nur ein Handy in die Hand zu nehmen, dann ist er von den Amerikanern geortet. Der kann also nur sein Tonband, das er gesprochen hat, auf ein Maultier binden und das eben zur nächsten Stadt schicken und dann kann es eben weiter befördert werden. Also jedenfalls direkte Befehlsmöglichkeiten gibt es auch nicht. Wir sollten, wenn wir von Terrorismus reden, auch nicht immer meinen, das sei alles in Afghanistan gebündelt. Als in London die Bomben explodierten, waren das muslimische Hindus mit britischer Staatsangehörigkeit, mit akademischer Ausbildung. Und wo man nun wirklich nicht drauf gedacht hat, dass die nun ausgerechnet die Attentäter sein würden. Und die haben mit Osama Bin Laden nicht sehr viel am Hut, nämlich so viel Ansehen genießen die Saudis nun wieder auch nicht. Und um zu den Taliban zu kommen, wie sind die Taliban entstanden? Nach dem Abzug der Russen, nachdem die Russen gezwungen waren abzuziehen, es war einfach sinnlos geworden, hinterließen sie einen kommunistischen Diktator, Najibullah. Ich bin zu der Zeit in Afghanistan gewesen, ich kann das beurteilen. Der beherrschte aber noch die Städte, 3 Jahre lang immerhin. Er hatte 2 kommunistische Parteien, die übrigens für die Emanzipation in der Frau in Afghanistan viel mehr geleistet haben, als das, was heute dem jetzigen Regime und der NATO-Präsenz passiert. Aber er beherrschte also die Städte, das Land auch nicht mehr. Aber 3 Jahre lang hat er gegen die Taliban, beziehungsweise die Mujahideen, die verschiedenen Fraktionen, Widerstand geleistet. Und dann wurde er gestürzt und umgebracht und das fiel ins Chaos. Und nun kommen wir zu einem Kapitel, was tragisch ist. Das amerikanische Bedürfnis, dass die Gier geradezu nach dem Besitz des Erdöls und des Erdgases von Zentralasien haben die Präsidentschaft Bush dazu geführt, mit allen Mitteln zu versuchen, Pipelines zu bauen, die am Iran vorbei natürlich, der feindselig gesonnen ist, aber auch an Russland vorbei, den Indischen Ozean erreicht und zwischen den Taliban, zwischen den Amir Omar, der sich als Befehlshaber der Gläubigen stilisierte, ohne einen Anspruch darauf zu haben, aber der in Kandahar saß, und nebenan saß die amerikanische gewaltige Erdölfirma Yonokal, war das Abkommen bereits geschlossen, eine Pipeline zu bauen durch ein Territorium über Herat, dann Shindand, in Richtung Pakistan zum Indischen Ozean. Und unter der Voraussetzung, dass die Taliban eben für Ruhe und Ordnung im Lande herrschten. Und das hätte geklappt, es herrschte ja Ruhe und Ordnung, wenn auch eine sehr harte, dass da die Scharia durchgeführt werden, dass Ehebrecherinnen gesteinigt wurden, dass die Idioten das auch noch öffentlich machten. Ändert nichts an der Tatsache, dass diese Gesetze auch heute noch in den afghanischen Dörfern durchgeführt werden und dass unsere werten Freunde und Verbündeten, die Saudis, jeden Freitag nach dem Freitagsgebet ihre Hinrichtungen hinter der Moschee in aller Öffentlichkeit ebenfalls vornehmen, aber es nimmt keiner daran Anstoß. Aber wie gesagt, man wollte diese Ruhe haben und die Idee kam von Pakistani, von dem pakistanischen Geheimdienst, der heute eine der großen Ungewissheiten in dieser Region sind, der Intelligence Service. Und sie haben dann die Taliban aufgebaut, als Truppe wurden ausgerüstet
Und ich war in Herat, wie dieser Blitzfeldzug. Seltsamerweise in Afghanistan finden bei der Eroberung immer Blitzfeldzüge statt. Die Russen hatten in 3 Tagen Afghanistan in ihre Hand gebracht. Und die Amerikaner 2001 in einem sehr gut organisierten Feldzug übrigens, hatten auch, waren bis Kandahar, bis weit im Süden vorgestoßen, hatten oberflächlich das Land unter Kontrolle gebracht. Und die Taliban sind mit der gleichen Geschwindigkeit vorgerückt und waren von einem Tag zum anderen in Herat und dann anschließend in Kabul. Ich bin anschließend nach Teheran und habe die Perser gefragt, wie war denn das möglich, dass sie schon in Herat waren. Und wie ist das nun der Feldherr Ismail Khan, der dort erwartet hat, dass der dort so überrumpelt wurde? Und dann die Antwort von den Teheran, die ihre Leute kennen, he has been paid off. Er ist eben rechtzeitig ausreichend bezahlt worden. Also das spielt eine Rolle, aber unerträglich wurden die Taliban für die USA in dem Moment, wo sich eben herausstellte, dass die Al-Qaida, diese Resttruppen, die gegen die Sowjetunion gekämpft hatten und sich jetzt gegen Amerika wandten, dass die in Afghanistan eine Zuflucht hatten. Und ich muss ehrlich sagen, damals, als dieses Attentat stattgefunden hat, und ich habe das gesehen, es war Eindruck, gerade so ein Film, den Film Independence Day ungefähr. Und damals sagten sich die Europäer, und verständlicherweise, wir schulden den Amerikanern doch einiges, haben sich solidarisch erklärt. Nicht nur, wie die Bild-Zeitung hat damals geschrieben, wir sind alle Amerikaner, sondern die französische Zeitung Le Monde, die in keiner Weise pro-amerikanisch ist, schrieb ebenfalls, nous sommes tous des Amerika. Und man hat sich mit den Amerikanern solidarisiert, was richtig war. Was falsch war, ist, dass man sich berufen hat auf den Artikel 5 des NATO-Vertrages. Das ist nämlich praktisch eine Kriegsverwicklung. Eine Verwicklung, ein Krieg, das Wort, was man ja so heute nicht in den Mund zu nehmen wagt. Und seit diesem Artikel 5 führen wir Krieg, ja, aber gegen was? Gegen den internationalen Terrorismus. Und da gibt es so eine Aussage, ich zitiere dann immer sehr gerne Amerikaner, und zwar den Sicherheitsberater des Präsidenten Carter, Brzezinski, einer der klügsten Leute da drüben, der gesagt hat, der Terrorismus ist kein definierter Gegner, sondern Terrorismus ist eine Art und Weise, der Schwächeren Krieg zu führen. Und man kann also, sagen wir, nicht eine Kriegführung bekämpfen, sondern muss schon einen soliden Gegner haben. Und so hat sich das so allmählich weiterentwickelt unter Bush, das Gespenst des Islamofaschismus, und aus dem Krieg gegen den Terror wurde dann so ein bisschen der Krieg gegen den militanten, revolutionären Islam. Und es gibt viele islamische Länder, wo Grund besteht, eine Revolution zu unternehmen. Und da kommen wir dann auch, sagen wir, verwickeln wir uns in die eigenen Lügen und die eigenen Heucheleien. Wir reden von Demokratie und freien Wahlen. Ja, in Saudi-Arabien ist nicht die Rede davon. In Ägypten lässt sich der Präsident Mubarak seit 30 Jahren mit 92% oder 97% wiederwählen. Und der wirkliche internationale Verbrecher als Staatschef, das war nicht Saddam Hussein, das war Gaddafi. Und dem baut man ein Zelt im Garten des Élysée-Palastes, zu dem pilgern unsere Minister, während er in der arabischen Welt im Grunde ziemlich verachtet ist. Aber dadurch verliert man natürlich jede Glaubwürdigkeit. Und wenn dann wirklich mal die Panne passiert, dass ehrlich gewählt wird, wie in Algerien, da hat die Offiziersdiktatur, die dort seit der Verhaftung Ben Bellas, also praktisch seit Beginn der Unabhängigkeit in der Macht ist, diese Offizierskamarilla, die hatte in völlig verkennender Lage freie Wahlen. Es gab da eine relativ harmlose islamische Partei, die nie ein einziges Attentat durchgeführt hatte, die sich vor allem durch Sozialarbeit hervorgetan hatte. Das war die Jabhat al-Islamiyya lil-Inqaz, die islamische Heilsfront. Und sie hatte auf einmal die Mehrheit der Stimmen. Und dann wurde eiligst geputscht. Und da hat sich im Westen aber kein Mensch drüber aufgeregt, sondern war erlöst, dass nicht ein islamisches Regime in Algerien an die Macht gekommen ist. Und ähnlich war es ja auch in Palästina. Das begreife ich heute noch nicht, dass die Israelis, die den berühmten Geheimnis in Shin Bet verfügen und ihre Agenten im Gazastreifen überall haben und die Strukturen auch des palästinensischen Widerstandes völlig durchdrungen haben, dass sie zu dem Schluss kamen, wir veranstalten Wahlen bei den Palästinensern, in der Hoffnung, dass dann mal diese gemäßigte PLO-Richtung sich durchsetzt. Und wir lassen sogar internationale Beobachter zu. Also die Wahl
war ehrlich. Ja, wer wurde gewählt? Die Hamas. Weil die Hamas nämlich im Gegensatz zu der total korrupten PLO, die man die Tunesier nennt, weil sie so lange im Exil gewesen waren dort, weil die Hamas Sozialarbeit gemacht hat, sich um die Witwen und Waisen kümmert, Krankenhäuser gebaut hat, Schulen gebaut hat. Und dann natürlich, als sie dann zur verbrecherischen Organisation erklärt wurde, dann natürlich auch zum Mittel des Terrorismus gegriffen habe. Aber es ist kein neuer Staat in der Geschichte entstanden, ohne Anwendung von Mitteln, die wir heute als Terrorismus bezeichnen würden. Kurzum, ich habe schon lange genug, weil ich befürchte, dass ich Ihr Geduld überstrapaziere. Wir wollen ja auch noch ich möchte gerne Fragen beantworten. Ich lerne dabei ja auch einiges. Aber was zum Beispiel interessant ist, aber auch nur die Rolle der Afghanen zu relativieren. Es gibt ja so ein paar deutsche Konvertiten, junge Leute, die zum Islam übertreten sind und die sich bereits in Pakistan eingefunden haben, um auf Seiten der Al-Qaida, wenn man es nennen will, mitzukämpfen. Aber in was für Camps sind sie? Es sind keine afghanischen Camps, sind auch keine saudischen, es sind usbekische Camps. Und das ist das Interessante, nicht wahr, dass in Usbekistan, Sie wissen, dass nach der Auflösung der Sowjetunion die zentralasiatischen Sowjetrepubliken, die ja muslimisch sind, überwiegend unabhängige Staaten wurden, dass aber die führenden Parteisekretäre mit einem Schwung vom Kommunisten und Mitglied der KPDSU zum Sultan und Emir wurden und versuchten, einen von ihnen kontrollierten Islam zu installieren. Und diese Leute fühlen sich natürlich dann jetzt bedroht, wenn in Usbekistan insbesondere, im Ferganatay, in Tadschikistan auch, Tadschikistan ist 60 Kilometer von Kunduz entfernt, dass also dann eine Wellenbewegung geradezu des Islam kommt, eine weitere Penetration. Und mit den Russen kann man ja auch sehr offen darüber reden. Innerhalb der Grenzen Russlands, nicht der alten Sowjetunion, des heutigen Russischen Föderation, leben 20 bis 25 Millionen Muslime. Und Russland zählt nur 140 Millionen insgesamt. Und die leben nicht nur im Kaukasus, wovon er spricht, sondern sie leben im Ural, in Baschkortostan, in Baschkiren, sagt man früher, oder in Tatarstan, in der mittleren Wolga, in Kasan. Und für mich ist es gerade ein Symbol gewesen, dass in Kasan, wo mal Ivan der Schreckliche, Ivan der Vierte, das sogenannte Tatarenjoch gebrochen hat, nämlich die Herrschaft der muslimischen Mongolen und Tataren über das europäische Russland. Dass da heute über den goldenen Kuppeln der russischen Orthodoxie, die Ivan der Schreckliche dort hatte erbauen lassen, sich eine gewaltige Kuppel einer Moschee wölbt. Und als ich mit dem Imam dort gesprochen hatte, wo er seine Ausbildung bekommen hatte, konnte ich meine russischen Freunde damit überraschen, ihnen mitzuteilen, dass er ausgerechnet in Medina, also in Saudi-Arabien, also bei den Wahhabiten, seine Lehre durchgemacht hatte. Und man wirft gelegentlich Obama vor, dass er doch zu nachgiebig sei in den Kontakten mit den potenziellen Feinden, insbesondere auch gegenüber Russland. Aber es hat sich eben vieles geändert. Bisher ging eben der Nachschub für die Amerikaner, für die NATO-Truppen durch Pakistan durch. 10.000 Lastwagen pro Tag. Können Sie sich vorstellen, was das kostet. Das ist aber heute nur noch im geringen Maße möglich. Quetta geht schon gar nicht mehr. Der Kaiserpass finden Anschläge statt. Der Nachschub geht also jetzt über die GUS-Staaten, also diese ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien, und über russisches Gebiet, über russische Eisenbahn und russischen Luftraum. Die Deutschen schon längst, nicht wahr? Die deutschen Luftlinien kommen ja über Termes rein in Usbekistan, die benutzen sowieso diese russischen Linien. Und dann kann man nicht mehr Front machen gegen die Russen. Dann kommt etwas anderes hinzu, dass die Russen erkannt haben, dass wenn Afghanistan eben radikal islamisch wird, dass das eben überspringt, nicht nur auf die GUS-Staaten, sondern möglicherweise auch auf ihre autonomen Republiken in Russland selbst. Und wenn also ein deutscher Verteidigungsminister mal gesagt hat, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt, Russland wird am Hindukusch verteidigt. Die Russen haben natürlich größtes Interesse, dass die NATO dort bleibt, wobei sie natürlich, da kommen natürlich auch noch größte Schadenfreude dazu, dass die Amerikaner sich in eine Position versetzt haben, in der sie selber mal gesessen haben. Aber ich glaube, das ist sogar das geringe Motiv. Aber das erklärt zum Beispiel auch Erklärungen des russischen Präsidenten Dmitri Medvedev, wenn er vorschlägt,
nicht der NATO beizutreten, Herr Hauschen, aber die OSZE auszudehnen von Vancouver bis Vladivostok. Ich habe eine gewisse Einheit, nämlich Russland und Amerika sind ja beide durch die gleichen Kräfte bedroht. Ich werde den nächsten Vortrag ausführlich darauf zu tun. Den revolutionären Islam einerseits und die neue Weltmacht China. Und insofern, als ich einmal in Russland war und mit dem stellvertretenden Ministerpräsident Ivanov, der selber sagt, alter hoher KGB-Funktionär im Ausland ist, da wurde dann gefragt von einem deutschen Journalisten, will denn Russland eventuell der NATO oder der Europäischen Union beitreten? Und da war die Antwort dann, wir möchten doch im Ernstfall unseren deutschen Freunden nicht zumuten, dass sie Russland gegen Nordkorea verteidigen. Gemeint war natürlich China. Aber so weit sind wir noch nicht. Und das wirkliche Problem, was alle beschäftigt, was und wo also in Deutschland eine völlig stupide Haltung eingenommen wird, ist die neue Weltmacht China. Das ist die Priorität für Russland, das ist die Priorität für Amerika vor allem, nämlich die Amerikaner haben die Statistiken, das können Sie halt Rebion lesen, in 20 Jahren haben die Chinesen die USA in manche Beziehungen überholt. Aber die Europäer schrecken, haben eine seltsame Furcht vor den Chinesen. Ich will da jetzt nicht drauf eingehen, das ist ja das Thema vom nächsten, aber ich will nur darauf verweisen, dass heute ein Leitartikel in der Herald Tribune steht über die deutsche Angst, auf Deutsch geschrieben, Angst vor China. Aber das sind, sagen wir, die Torheiten einer Regierung, die weder zu einer Außenpolitik noch zu einer Strategie fähig ist. Und im Hinblick auf Europa eine Ausweitung vorgenommen hat, die nur zu einer Zersplitterung, zu einem Overstretch, wie die Amerikaner führen können. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.